Oh yeah, Elektroschrott. Sascha wollte, dass ich ein Telefon auseinandernehme. Das komische Motorola. Ich mach gerne, was Sascha will. Also habe ich es auseinandergenommen. Das Motorola. Wir haben hier ein Telefon aus dem letzten Paket vom Zauberpony. Und der Sascha hatte sich gewünscht, dass ich das mal auseinanderschraube, weil er besitzt wohl genau dieses Gerät und wollte immer schon wissen, wie es von innen aussieht. Zudem ist es wohl so, dass dieses Display hier wohl ein E-Paper-Display ist und Sascha meinte, es könnte eine sehr gute Idee sein, wenn ich mir das mal genauer anschaue, ob ich vielleicht das damit basteln könnte. Tja, dann will ich mal nicht so sein und nehme das Ding mal auseinander. Dazu noch der Hinweis, Sascha meinte, das hier sei wohl ein Telefon, das speziell dafür gebaut worden ist, extrem low-cost zu sein und irgendwie in der dritten Welt vertrieben zu werden und besonders reparierbar zu sein und so ein Zeug. Also ist wohl durchaus ein bisschen was Spezielles, was man nicht immer so findet. Die Schrauben sind alle mit dem T5 Torx rauszuziehen. Dabei fällt sofort auf, die sind relativ gut erreichbar. Also bei den meisten Handys sind ja irgendwie die Schrauben total versteckt und man weiß nicht genau, wo das ist. Hier sind die total sichtbar. Das heißt, so ein minder qualifizierter Servicetechniker sollte durchaus in der Lage sein, die Schrauben zu identifizieren und rauszuzuppen. Also, ich spiele mal den minder qualifizierten Servicetechniker an der Stelle. Ach, da fällt mir was ein. Ich glaube, Andreas Fochler von Berlin, der hat heute Geburtstag, gerade jetzt, wo ich das hier aufnehme. Und dem gratuliere ich jetzt einfach mal. Der followt mich bei G+ und hat sich damit definitiv auch mal ein kleines Alles Gute zum Geburtstag verdient. Happy Birthday to you, lalalala. Okay, ich habe die Schrauben raus. Bin mir allerdings noch nicht hundertprozentig klar, wie es aufgeht. Ich glaube, da muss ich noch weiteres Werkzeug ins Spiel bringen. Also ich sehe hier was, das aussieht, als könnte man da. Ja, das sieht gut aus. Also das hier ist definitiv schon mal die Klappe, wo der Akku drunter ist. Wir sehen hier Akku Motorola BD50. Ich weiß zufällig, weil ich sowas schon mal hatte, das ist exakt derselbe Akku, den Motorola auch in den Razers verbaut hat. Also offensichtlich hat man zumindest so für die verschiedenen Handymodelle auf dieselben Akkus gesetzt. Ah ja, hier. So sieht es jetzt erstmal direkt von innen aus. Die SIM-Karte wäre wohl irgendwo hier reingeschoben worden. Okay. Nett. Das ist immer noch nicht wirklich die Frage beantwortet, wo eigentlich der Rest vom Gerät aufgeht. Also das, wo ich gerade eben die Schrauben rausgedreht habe. Das hier fühlt sich so an, als würde es da ein bisschen nachgeben. Ja, da auch nicht. Also Sascha, dein Hinweis, dass jeder Stumpf-Servicetechniker dieses Ding ganz leicht aufbekommt, bedeutet eine von zwei Sachen. Entweder bin ich dümmer als der stumpfeste Servicetechniker oder unsere Definition von ganz leicht unterscheidet sich, weil hier sind irgendwo Clips drin und ich finde die Mistdinger nicht. Klack. Na endlich. So. Das hier war die Schale. Es ist ein Teil rausgefallen. Das ist die Buchse für die Stromversorgung. Das ist ziemlich interessant. Die saß hier. Und war offensichtlich tatsächlich nur hier so draufgelegt. Also die ist nicht verlötet. Es ist kein Lötzinn an den Kontakten zu sehen. Die war einfach nur hier draufgelegt. Und dann wurde die Schale, die wir gerade eben gesehen haben, oben drauf geklickt und das hat das hier tatsächlich an der Stelle gehalten. Das hebe ich mir auf jeden Fall auf, wer weiß, wofür es mal gut ist. Vielleicht kriege ich mal ein Netzteil von so einem Telefon. Okay, so.
Wir sind jetzt oben immer noch nicht weiter, aber hier unten sehen wir, hier gibt es noch ein paar Stauben, an denen kann man beigeben. Dann schauen wir noch mal, was passiert, wenn wir die rausdrehen. Okay, auch bei dem Board hier dasselbe Prinzip. Man sieht, es war hier drin. Ja. Genau, so war es. Und dieses Teil hier ist ganz faszinierend. Das muss eigentlich Kontakt mit irgendwas gehabt haben hier, aber fragt mich nicht was. Da ist eigentlich nur dieser schwarze Blob. Der größte Teil ging über diesen unglaublich feinen Connector hier, der an dieser Stelle hier reingegriffen hat. Also wir sehen hier eine ganze Menge Abschirmlöcher. Es ist eigentlich ganz erstaunlich, dass das Ding so doch recht schön gebaut ist, obwohl es eigentlich so ein billiges Telefon ist. Ich schaue mal, ob ich das mit vertretbarem Aufwand aufkriegen kann, aber das müsste ich wahrscheinlich entlöten. Da habe ich jetzt auch keinen Nerv drauf für so einen Mini-Teardown. Also ich glaube, wir leben einfach mal damit, dass es hier an Bord gibt, dass eine Menge Abschirmbleche hat. Weg. So. Jetzt sind wir hier bei der Hauptplatine und die besteht aus einer ganzen Menge Abschirmung. Ein paar Stellen, die auch gelötet sind. Und ich sehe jetzt tatsächlich an der Stelle keine Schrauben mehr. Das hier war wohl der Lautsprecher, nehme ich mal an. Den werde ich wohl mal behalten. Der sieht irgendwie ganz cool aus mit dieser kleinen Membran und diesen beiden recht brauchbaren Federkontakten. Ist interessant, hier ist wirklich ziemlich viel, wo Kontakte nicht gelötet, sondern wirklich nur irgendwie gesteckt oder über Federverbindungen zusammengeführt sind. Übrigens hier, das ist das Mikrofon. Auch das werde ich behalten. Ansonsten gibt es jetzt hier von unten nicht mehr viel zu holen. Das heißt, wir sollten mal versuchen, die Frontplatte abzunehmen. Da die offensichtlich geklebt ist, würde ich mal sagen, hier hilft nur rohe Gewalt. Okay, das ist also wirklich auch ganz offensichtliche Low-Cost-Fertigung. Also sehr, sehr einfache Tastenkontakte hier drunter. Und dann haben wir hier oben das Display-Modul. Da bin ich immer noch scharf draus, das da irgendwie rauszukriegen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich da am besten vorgehen soll, weil es ist... Sobald man hier wirklich an die eigentliche Elektronik kommt, ist eigentlich alles nur noch verklebt und eigentlich ganz anders als am Anfang, wo die meisten Teile hier so schön verklickt waren, aber hier ist sehr, sehr viel verklebt, verlötet, kommt man nicht dran. Es ist, hier sind so kleine Falze, ich weiß nicht, ob man das im Video sehen kann. Ich will mal sehen, ob ich die eventuell, ob ich dabei gehen kann. Es ist zumindest nicht verlötet, es ist nur, schauen wir mal, ob es hier unten auch noch sowas gibt. Ist ja denkbar. Wir lösen dafür hier das Klebepad ab. Ja, unter dem Klebepad ist nichts mehr. Okay, hier ist an den Seiten dieses Metallteil einfach nur drüber gebogen. Das kann ich abbiegen. Selber an der anderen Seite. So. Und das ist einfach hier der Metallrahmen. Den können wir so loswerden. Okay. Ah, ja. Es ist schon relativ spät und morgen Nachmittag kommt der Mephisto bei mir zu Besuch.
euch möglicherweise bekannt als der Bastian M. aus den Kommentaren zu meinen Videos. Das heißt, ich will es hier nicht allzu lange gehen lassen, aber ich denke, diese letzte Schicht Metall von der Rückseite der Platine, das trennen wir noch ab. Das muss hinzukriegen sein. Zwar auch nur mit zerstörerischer Gewalt, was ein bisschen schade ist, weil ich es eigentlich gerne sauber geöffnet hätte, aber dafür ist das Telefon offensichtlich nicht gedacht. Das ist wirklich vom Plan, ja, man sieht es hier, es ist alles hier drin verklebt. Also das ist wirklich dafür gedacht, wenn es kaputt ist, dann wird es weggeschmissen. Das ist auf gar keinen Fall für Reparaturen in der Elektronik gedacht. Da kann man auch ruhig mal ein bisschen Gewalt bei. So sieht es dann von innen aus. Eine Folie mit zwei Blobs für die eigentlichen Mikroprozessoren, die da drin sind, was auch immer die da in Elektronik haben. Sehr viel Klebekram. Mir klebt ja alles irgendwo an den Haaren, an den Armen. Ich werde mit pfirsichweicher Haut wie meine Frau gesegnet. Ich entferne jetzt hier einfach mal den ganzen Klebescheiß, der ist echt unangenehm. Boah, Wahnsinn, wie das klebt. Damit man mal sehen kann, was da tatsächlich drunter ist. Okay. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie so eine Miniaturisierung aussehen kann. Also wirklich eine Leiterplatte, auf der eigentlich alles nur aufgedruckt ist. Das, was sonst die ICs wären, sind hier einfach Globs, die direkt auf der Platine drauf sind. Es gibt eigentlich auch nichts, wo man irgendeinen Datecode oder sowas sehen könnte. Also offensichtlich hat eine Firma Compaq den Kram gefertigt. Und irgendjemand ist halt mal von Hand beigegangen hier mit Stiften. Aber ansonsten nichts dran zu sehen, nichts rauszuholen. Das E-Paper Display ist leider auch nicht zu retten, weil das ist folienmäßig hier aufgeklebt. Das hat keinen Sinn. Also ich werde mal versuchen, es hier abzutrennen. Einfach nur, damit man mal sehen kann, wie sowas aussieht. Aber das geht dabei definitiv kaputt. Okay. Das hier ist nur eine Schutzfolie. Das eigentliche E-Paper haben wir hier. Es fühlt sich extrem glatt an. Stinkt wie Otze. Und ist direkt auf die Platine geklebt. Also das kriege ich noch nicht mal ab. Das ist ja doch. Ja. Ah ja, es ist zwar jetzt kaputt gegangen und man kann einigermaßen was sehen. Also das Display war wohl mit so 11 Segmentanzeigen für die einzelnen Sachen. Und hier sieht man auch, dass wirklich für diese einzelnen anzuzeigenden Symbole sie dieses E-Paper gemacht haben. Und der Rest ist scheinbar nur graues Substrat. Oder zumindest war das hier die E-Paper-Schicht. Und hier unten drunter sieht man auf dem Metall, wo die Elektroden waren zur Ansteuerung. Ich weiß nicht gut genug, wie das E-Paper tickt, um das jetzt einschätzen zu können. Aber auf jeden Fall kann man hier sehen, was die darstellbaren Sachen sind. Es ist also nicht wie beim Kindle, dass wirklich einzelne Pixel angesprochen werden, sondern es waren hier diese Segmente. Interessantes Ding. Ja, so sieht das also aus, wenn man Low-Cost-Fertigung macht. Alles irgendwie in Folienform, verklebt, Kleinkram, direkt auf der Platine untergebracht. Und das lässt sich offensichtlich sehr billig fertigen. Ja, hier unten drunter sind die Ansteuerungsschaltkreise für das E-Paper, das sieht man hier auch. Ich mache es jetzt nicht alles ab, aber so sieht das aus. Ja, das war dieses Telefon. Wie man sieht, habe ich es nicht geschafft, es zerstörungsfrei auseinanderzunehmen, aber ich habe zumindest ein Mikrofon, einen Lautsprecher und einen Handvoll Stauben rausgeholt. Das ist ja schon mal etwas. Sascha, ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß dabei, hier zuzuschauen. Ah ja, und einen Akku habe ich auch noch, BD50. Keine Ahnung, ob ich den nochmal brauche. In diesem Sinne, destruktive Nacht. Ich hoffe, ihr seht sowas gern. Schlaft gut.